Herzlich willkommen zum Digital Talk, mehr Wohnraum durch Aufstockung, Herausforderungen beim Umbau und Sanieren im Bestand. Mein Name ist Sarah Hille, ich bin Projektleiterin von Heuer Dialog und freue mich, dass Sie sich heute hier zum Digital Talk dazugeschaltet haben. Denn Sie, liebes Publikum, sind heute auch mit eingebunden, können jederzeit unten ins Chatfenster Ihre Fragen stellen, die wir dann auch versuchen, während des Webinars an unsere Speaker zu stellen. Wie der Titel schon verrät, das Thema des heutigen Webinars ist, wie durch Aufstockung und Sanierung im Bestand mehr Wohnraum geschaffen wird. Denn in dicht besiedelten Ballungsgebieten ist der Wohnungsmangel eines der Hauptprobleme, die sich die Branche stellen muss. Um dem Mangel entgegenzuwirken, ist Aufstockung von Gebäuden eine Möglichkeit, die zugleich nachhaltiger als Abriss und Neubau ist, aber auch einige Herausforderungen mit sich bringt. Welches die größten Hürden beim Bauen im Bestand sind und wie sich diese lösen lassen, werden heute unsere Experten hier diskutieren. Moderiert wird das Ganze von Andreas Kiep. Er ist Referent von Dresd und Sommer im Bereich Wohnungswirtschaft, an den ich auch direkt das Wort übergebe. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß bei der Diskussionsrunde. Danke sehr, Frau Hille. Guten Tag an alle Teilnehmenden. Ja, hier von uns, von dem Panel. Ich selber bin, wie gesagt, Andreas Kiep, Referent Wohnungswirtschaft von der Firma Dresd und Sommer und darf heute Ihr Moderator sein, Ihr Kommunikator zu unserem Panel zu. Deswegen, wie Frau Hille schon gesagt hat, sehr gerne später auch die Fragen. Teilnehmen heute auf dem Podium für Sie da sind Herr Professor Tichelmann. Herr Professor Tichelmann ist Hauptgesellschafter der Tichelmann und Barias TSB Ingenieurgesellschaft, das ist die Praxis und gleichzeitig den theoretischen Teil an der Professur oder als Professor an der TU Darmstadt für das Fachgebiet Tragwerksentwicklung und Bauphysik. Des Weiteren begrüßen wir heute Herrn Notz. Herr Notz ist der Leiter Unternehmensentwicklung bei der E-Red und Klein GmbH. Herrn Lehmann. Herr Lehmann ist technischer Geschäftsführer im Büro SPP GmbH mit der Vertiefung Tragwerksplanung und Brandschutz und Herrn Bergfort von der Firma Uretec, auch dem Veranstalter oder Sponsor dieses Webinars hier heute. Und Herr Bergfort ist technischer Berater und der Niederlassungsleiter Süd bei der Uretec Deutschland GmbH. Bevor wir in eine Diskussion bzw. in eine Moderationsdiskussion einsteigen, Herr Bergfort, Ihr Impuls vorab für alle Teilnehmenden, gerne Ihre Bühne, teilen Sie Ihr Wissen mit uns bitte. Ja, danke schön, Herr Kiep. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch nochmal im Namen der Firma Uretec begrüßen. Wurde ja bereits vorgestellt, mein Name ist Axel Bergfort. Ich möchte Ihnen einen Unternehmensbereich von uns vorstellen, mit dem wir als Firma Uretec die Möglichkeit eröffnen, Bestandsgebäude aufzustocken. Ja, zu meiner Person wurde schon genug gesagt. Ich bin seit 2009 bei der Firma Uretec, also seit mittlerweile 15 Jahren. Ich bin von der Fachrichtung als Bauingenieur Tiefbauingenieur, gehabt Geotechnik vertieft und Werkstoffe Bauphysik, also spezialisiert eigentlich auf den Tiefbau, weil ich in meinem ersten Jahrzehnt als Ingenieur, als Baugrundsachverständiger gearbeitet habe und bei Uretec jetzt praktisch Lösungen anbiete, alles was den Baugrund anbelangt, was man damit tun kann, um eben bestimmte Lösungen zu entwickeln. Ja, aufstocken mit Uretec, was sind hier die Vorteile? Generell, was sind die Vorteile, wenn ich überhaupt ein Gebäude aufstocke? Ich habe bereits eine vorhandene Infrastruktur, die ich nutzen kann. Es ist alles da, Strom, Gas, Wasser, Heizung, Telekom. Ich muss das Ganze nur nach oben in die oberen Stockwerke verlängern. Ich habe keine zusätzlichen Grundstückskosten. Das ist ein ganz erheblicher Teil, weil die innerstädtischen Baugrundstücke sind ja wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Und die Baustellenlogistik ist bei Aufstockungsprojekten auch wesentlich einfacher wie bei Neubauten, weil man ja eben schon einen Teil des Gebäudes erstellt hat und eigentlich nur den Materialtransport für die Aufstockung nach oben hat. Und insbesondere mit unserem Verfahren, was Sie gleich sehen werden, sehr, sehr, sehr einfach die Verstärkung des Baugrundes umsetzen kann. Wir haben in dem Zusammenhang natürlich bei der Bestandsimmobilie keine Mietausfälle oder Nutzungsausfälle und schaffen praktisch im obersten Level des Bauwerks einen sehr hochpreisigen Wohnraum. Der Vorteil mit unserem Verfahren ist einfach dieses Minimalinvasive, weil wir das Ganze mit Injektionen machen.
Injektionen heißt also, dass wir wirklich mit sehr kleinen maßstäblichen Bohrungen und Injektionshülsen unser Material unter die Fundamente und damit in den Baugrund bringen, den wir verstärken wollen. Das Ganze läuft damit im größten Teil ohne relevante Nutzungseinschränkungen ab, weil wir die Gebäude, die aufgestockt werden, sind nicht selten unterkellert. Und im Keller wird im Prinzip ja nur Material gelagert, was abgestellt wurde. Wir müssen halt einen bestimmten Raum haben vor den Wänden, dass wir an die Fundamente rankommen. Ansonsten muss nicht der gesamte Keller leergeräumt werden. Das nächste ist, dass wir sehr sauber und zerstörungsfrei unterwegs sind. Sie sehen es auf dem Bild, diese sehr dünnen Bohrungen, die wir nutzen, um praktisch unser Material in den Untergrund zu bringen. Und beim Bohren durch Fundamente mit einem ganz gewöhnlichen Betonbohrer, Durchmesser 16 mm, entsteht kein relevanter Dreck. Ja, das Ganze also läuft natürlich auch sehr schnell ab, unser Verfahren. Wir sind also in der Lage, wenn man jetzt mal von einem Streifenfundament ausgeht, der Länge 15 Meter, genau diese Länge können wir an einem Tag abwickeln für die Baugrundverstärkung. Und wenn Sie mal ein klassisches Mehrfamilienhaus in einer Innenstadt nehmen mit einer Länge von 30 Meter und von mir aus 20 Meter Tiefe, dann haben Sie, wenn Sie noch zwei tragende Innenwände haben, also im Mittelflurbereich, ungefähr 160 Laufmeter Fundament. Das heißt, für die Aufstockung eines solchen Mehrfamiliengebäudes wären wir in etwa 2 Wochen am Objekt tätig und dann ist praktisch schon das Gebäude fix und fertig für eine Aufstockung. Ja, zuletzt ist natürlich klar, das Material muss langzeitbeständig und umweltschonend sein. Das ist alles mehr oder weniger untersucht. Wir sind schon sehr weltweit 40 Jahre unterwegs mit diesem Verfahren. Und die Umweltverträglichkeit ist beim Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin regelmäßig alle 2, 3 Jahre unter Prüfung in Anlehnung an die aktuell gültigen ja, Bestimmungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und Bundesbodenschutzgesetz. Die erfüllen wir also mit Bravour. Das Verfahren, was wir für Aufstockungen zur Anwendung bringen, ist im Grunde genommen unser Deep Injection Verfahren. Diese Begrifflichkeit kommt von unserem internationalen Auftritt. Wir sind also weltweit auf jedem Kontinent und jedem Land der Erde als Lizenznehmer vertreten, weil diese tolle Erfindung mit diesem Material, dem Kunstharz Polyurethan, den Baugrund zu verstärken, wurde sehr schnell patentiert und lizenziert. Und so gesehen gibt es also die Uretek-Organisation weltweit, global. Wir haben die Lizenz für die Benelux-Staaten und Deutschland. Was macht den Baugrund? Also dieses Verfahren macht den Baugrund im Prinzip belastbarer und führt damit zu einer Wertsteigerung einer Immobilie, weil man nur dadurch eigentlich erst in der Lage ist, aufzustocken. Der Boden wird praktisch verbessert, tragfähiger gemacht und man kann bis zu 3 Geschosse aufstocken in so einem Fall. So, weil es gibt eine gewisse Grenze, was man aus dem Baugrund herausholen kann. Auch die gibt es bei uns, aber ich glaube, 3 Geschosse, das ist schon eine Ansage im innerstädtischen Bereich. Das muss man erstmal baurechtlich durchbringen, dass auch solche Bauhöhen mit den entsprechend veränderten Lichtverhältnissen der umgebenden Gebäude dann natürlich auch die Behörde so etwas genehmigt. Ja, was auch noch ein Riesenvorteil ist, Erdleitungen bleiben weiterhin zugänglich. Also wir verbessern den Baugrund, aber der Baugrund bleibt danach noch Baugrund. Und somit, wenn Sie natürlich bei einer Bestandsimmobilie haben Sie jede Menge Sparten, die mehr oder weniger ja nicht einzementiert werden dürfen, sonst müsste man ja, um an die Sparten mal zu Reparaturzwecken oder wie auch immer, den Boden aufmeißeln. Man kann den Boden ganz normal wieder aufgraben, um an diese ganzen Infrastruktur Leitungen unter dem Gebäude heranzukommen. Erdstatisch gibt es auch keine Konflikte, insbesondere zur nachbarlichen Bebauung. Hier gibt es keine nachteiligen Einflüsse, weil das Material nicht unendlich weit vom Injektionspunkt aus zum Nachbarn rüberdringt. Und die Gebäude können während der Aufstockung, wie vorhin schon gesagt, weiter genutzt werden. Ich will Ihnen das Verfahren in der Anwendung einfach mal in 3 Schritten vorstellen. Sie sehen schon, wir arbeiten mit ganz kleinmaßstäblichen Geräten. Das sind Hilti-Schlagbohrer. Wir haben Bohrer, Betonbohrer, die haben also Längen bis zu 5 Meter. Und das ist in der Regel auch die maximal notwendige Tiefe, die man für so eine Aufstockung eigentlich benötigt. Unter dem Fundament in der Regel reichen 2 bis 3 Meter Bearbeitungstiefe auf. Und wie schon der Begriff minimalinvasiv ausdrückt, man sieht es gegenüber den sonstigen Maßnahmen im Tiefbau, die wir haben, sind wir hier wirklich sehr, sehr minimalistisch unterwegs. Und insbesondere auch zerstörungsfrei, weil unsere Bohrungen haben einen Durchmesser von 16 mm und Injektionshülsen, mit denen wir das Material in den Baugrund pressen,
sind auch nur unwesentlich geringer im Durchmesser. Und wenn diese Hülsen alle gesetzt sind in einem bestimmten Rasterabstand, wie hier im Schnitt, aber auch fotografisch gezeigt, dann schließen wir eine Injektionspistole an. Diese Pistole ist mit unserer Baustelleneinrichtung, einem LKW, verbunden, in dem die Harze gelagert sind. Und das Material selbst wird erst in dieser Pistole gemischt. Einfach deswegen, weil es innerhalb von Sekunden ausreagiert. Also das ist bereits nach 25 Sekunden fest. Und aus diesem Grund sind wir auch gezwungen, mehr oder weniger in einem bestimmten Raster die Injektionen anzusetzen, weil, wie gesagt, das ja sehr schnell aushärtet und damit ist auch die Reichweite im Baugrund begrenzt. Und so gesehen arbeiten wir tiefen, aber auch horizontal gestaffelt den zu sanierenden Fundamentbereich ab. Das Ganze wird dann noch über Nivellierlaser überwacht. Das heißt, an den injizierten Stellen wird über der Wand mehr oder weniger ein Empfänger angebracht, dann ein Rotationslaser aufgestellt und wir beobachten die Sache, bis sich eine Hebungsreaktion im Millimeterbereich einstellt, die praktisch eine Rückmeldung dafür ist, dass der Baugrund jetzt mit unserem Material gesättigt und ausreichend verstärkt ist. Hier sehen Sie mal unsere Baustelleneinrichtung, die auch eine Besonderheit hat. Wir sind also völlig autark, wir brauchen keinen Baustrom. Wir haben auf diesem LKW alles, die Harze, die Injektionspumpen und die Injektionsschläuche. Wir haben eine eigene Stromversorgung mit 32 Ampere, durch ein Dieselaggregat, was in diesem LKW verbaut ist. Und das Einzige, was den LKW verlässt, sind unsere handgeführten Bohrmaschinen, die Injektionshülsen und dann eben der Injektionsschlauch, der eine Länge von 70 Meter hat. 70 Meter vom LKW weg können wir praktisch alle Punkte im Gebäude erreichen. Sofern das nicht reicht, fährt man den LKW außerhalb vom Gebäude so weit ans Gebäude ran, bis man eben mit dieser Schlauchlänge auch arbeiten kann. Ja, das Material selber ist das zweikomponentiges Polyurethan. Das kennen die meisten als Montageschaum, mit dem Türen, Fenster und Sargen ausgeschäumt werden. Und hat für uns eine spezielle Rezeptur, die darin beruht, dass das Material einen Expansionsdruck von 50 bis 100 Tonnen pro Quadratmeter erzeugt, mit dem wir in der Lage sind, den Boden mehr oder weniger nachzuverdichten und insbesondere durch aufsprengende Injektionen zu durchwurzeln. Und das Ganze geschieht innerhalb von Sekunden. Nachdem das Material gemischt ist, ist es, wie gesagt, nach 25 Sekunden fest. Was brauchen wir für so eine Aufstockung? Das heißt, damit wir unser Material anwenden können, ganz elementar ist eine Baugrunduntersuchung. Und diese Baugrunduntersuchung ergänzt natürlich dann auch noch zusätzlich oder muss ergänzt werden durch eine Fundamentuntersuchung. Die Geometrie des Fundaments muss bekannt sein. Und dann können wir, wenn wir dann auch vom Tragwerksplaner die zusätzlichen Lasten aus der Aufstockung erhalten, einfach mal modellieren, welche Grundbruchsetzungsberechnungen mehr oder weniger hier maßgebend sind. Und damit tun wir, entweder wir als Uretec oder der im Projekt beteiligte Baugrundgutachter, mehr oder weniger den Nachweis führen, dass die Sache funktioniert und dann einem Prüfingenieur vorlegen, der das Ganze genehmigen muss. Und nach Prüffreigabe kann eigentlich Uretec unmittelbar loslegen. Und wie schon gesagt, für so ein Mehrfamilienhaus mit den Abmessungen 40 mal oder 30 mal 20 Meter, wenn wir da nach 2 Wochen durch sind, kann sofort aufgestockt werden. Und so gesehen gibt es also, was unsere Tätigkeit bis auf wasserrechtliche Belange, keine Einschränkungen. Aber die wasserrechtlichen Belange, die erfüllen wir eigentlich mit Bravour dadurch, dass das Material chemisch inert ist und wasserrechtlich unbedenklich. Also wir dürfen selbst in Trinkwasserschutzgebieten im Trinkwasser mit diesem Material arbeiten. Wo kommen wir zum Einsatz? Natürlich, denkmalgeschützte Gebäude werden nicht häufig umgenutzt zu Wohnzwecken und zu Bürozwecken. Dann kommt es auch zu Lasterhöhungen, ohne dass man jetzt sichtbar von außen eine Aufstockung sieht. Oft hat das mit dem Brandschutz was zu tun, weil man dann massiv Bauteile benötigt, die den Brandschutz gewährleisten. Und wie hier jetzt auf dem rechten Bild auch, wenn Wohnraum erweitert wird durch die Aufstockung, hier mal als schwarz verkleidete Fassade erkennbar. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Als Referenz kann ich Ihnen jetzt nur noch ein Beispiel bringen. Das ist ein Gebäude in der Nähe von Kempten mit lauter Arbeitsplätzen von Maschinenbauingenieuren, also am PC. Hier haben wir praktisch mit unserer Methode 150 Laufmeter Fundament in 12 Arbeitstagen bearbeitet. Das Gebäude wurde durch einen Eingeschoss aufgestockt mit einem Tonnendach in Holzbauweise, hier mal dargestellt, und einem vorgelagerten Treppenhaus. Und so sieht die Sache dann bei der Ausführung aus. Sie sehen, die haben dort Marmorplattenböden gehabt. Also in dem Raster, wie wir injiziert haben, das Bohrmehl hat man natürlich schon beseitigt.
Das Gebäude war während der Bearbeitung von uns weiterhin in Betrieb. Dort, wo Außenwände sind, machen wir das Ganze natürlich von außen, weil wir immer noch von einer Seite ans Fundament ran müssen. Und es entstehen keine relevanten Geräusche bis auf diese Schlagbohrmaschine, da die aber im niederfrequenten Bereich bohrt und das im Fundament und nicht in der Wandscheibe, ist die Schallübertragung äußerst limitiert. Und hier sehen Sie mal das Gebäude nach der Aufstockung. Ja, und hier nochmal zusammenfassend die Bilder dazu. Und damit bin ich eigentlich schon fertig mit meinem Vortrag. Sie können uns also bundesweit erreichen über 6 Standorte mit 5 Niederlassungen und einem technischen Büro. Und uns gibt es in Deutschland mittlerweile seit 1996. Und damit möchte ich mich auch schon bedanken für diesen ja, im Schweinsgalopp durchgeführten Vortrag. Ging aber nicht anders, weil jetzt kommen wir zu den anderen Teilen der Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Herr Bergfort. Ja, ich glaube, sowohl ich habe später noch 1, 2 Fragen im Laufe unserer Diskussion, aber das war, glaube ich, schon mal die genau richtige Einführung in dieses Thema. Aus technischer Sicht, technischer Ausführungssicht. Dafür nochmal vielen Dank an Sie, an die Firma Uretec. Ich würde jetzt gerne anfangen wollen, die Diskussion zu eröffnen mit unseren Panel-Teilnehmern. Vielleicht vorab für Sie alle als nochmal zur Information. Ich würde am Anfang zu den Themen Markt, Städtebau, Planungsrecht, Bauplanungsrecht gerne 2, 3 Stimmen abfragen wollen und dann später in der technischen Ausführung und dem Nachhaltigkeitsaspekt ja, dieser Möglichkeit, in der urbanen Möglichkeit Wohnraum zu schaffen, einzugehen. Ich sehe hier parallel alle oder habe ein Fenster offen. Da steht groß oben drüber Fragen. Das heißt, Sie sind gerne eingeladen, Fragen zu stellen. Ich würde Sie dann entweder direkt da, wo es passt, in der Diskussion oder aber am Ende auf jeden Fall beantworten beziehungsweise an die Experten hier stellen. Herr Tichelmann, Herr Professor Dr. Tichelmann, lassen Sie uns anfangen. Herr Professor Tichelmann, Sie selber waren Verfasser der Deutschlandstudie zum Thema Wohnraumpotenziale in urbanen Lagen. Sie kamen damals auf ein ungefähres Gesamtpotenzial von ca. 2,3 bis 2,7 Millionen potenzielle zusätzliche Wohnungen, ohne zusätzliche Flächen versiegeln zu müssen. Ca. 1,1, 1,5 Millionen Wohneinheiten durch Dachaufstockung von Wohngebäuden. Das war 2019, jetzt haben wir 2023. Meine Frage an Sie. Die Entwicklung oder wie sehen Sie die Entwicklung, wie sehen Sie den Markt? Ist das Potenzial mittlerweile in Bearbeitung? Gerne auch vorab noch 1, 2 Sätze zu Ihnen, wenn Sie wollen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, gut. Ja, also nochmal zu meinem Hintergrund. Ich habe zwar einen akademischen Hintergrund, weil ich heute hier bin und in dem wir auch diese Deutschlandstudie entwickelt haben. Das ist eine Monitoringstudie, die wird jedes Jahr weitergeführt, nur alle die Ergebnisse nur alle 2 bis 3 Jahre immer publiziert. Habe ich auch ein Planungsbüro. Man hat ja meistens immer eine vorakademische Zeit. Und in diesem Planungsbüro beschäftigen wir uns natürlich auch mit diesen technischen Fragestellungen der Nachverdichtung von Gebäuden. Das Thema der Nachverdichtung betreuen wir sehr breit. Also größere Siedlungen auch in Frankfurt. Das sind immer ungefähr zwischen 100 und 140 Wohneinheiten, die wir pro Jahr auf bestehenden Gebäuden verdichten. Das ist nicht nur unser Hauptthema, aber es ist eins von vielen Themen. Deswegen kennen wir dort die bauordnungsrechtlichen, bauplanungsrechtlichen, aber auch die technischen Grenzen und Hürden relativ gut. Wenn Sie gerade ansprechen, auch das Bauplanungsrecht Potenzial, gibt es dort etwas, wo wir vielleicht uns in Abstimmung mit der Verwaltung noch weiterentwickeln können, um das Potenzial zu heben von Wohnraumaufstockung? Wünsche? Ja, es geht schon weit über den Wunsch eigentlich hinaus. Es gibt da, man kann es als Forderung formulieren. Vielzahl unserer Wohnbaugebiete in Deutschland sind ja in ihrer Entwicklung sehr stark beschränkt, dadurch, dass wir vor 20, 30 Jahren dort Bebauungspläne drübergelegt haben, die aus einer Zeit stammen, in der wir vielleicht noch ein anderes Stadtbild hatten. Da war noch das Leitbild die aufgelockerte Stadt gewesen. Man hat irgendwo im Umfeld gewohnt und ist in die Stadt reingependelt. Das sind alles keine zeitmodernen Modelle mehr.
Es gibt ein Thema dadurch, dass wir natürlich dann, wenn wir Traufkanten, Firstkanten und so weiter alles festschreiben, in der Entwicklung nach oben, also in der vertikalen, uns selbst beschränken. Wir wissen allerdings, dass diese Entwicklung in der vertikalen, das Aufstocken, ja sehr, sehr viele synergetische Effekte mit sich bringt. Also neben dem, dass wir mehr Wohnraum schaffen, haben wir natürlich auch den Effekt, dass wir damit natürlich auch vorhandene Gebäudebestände und wenn wir ehrlich sind, die Häuser, die wir maßgeblich untersucht haben, die Wohnsiedlungen aus den 50er bis 70er Jahren, denen fehlt häufig auch eine architektonische Qualität. Das sind manchmal Zeilenbebauungen, es gibt zerfranste Innenbereiche, die nicht irgendwie geschützt sind. Also es gibt keine Hofstrukturen und Hofbildung, so wie man das eigentlich heute entwerfen würde. Und das sind natürlich alles Maßnahmen, um gleichzeitig auch mit dem Gebäudebestand den in die Zukunft zu führen, neben dem, dass ich mehr Wohnraum schaffe, auch diesen energetisch und vor allem auch architektonisch und stadträumlich entsprechend aufzubauen. Herr Notz, ich würde Sie mit einbeziehen jetzt in das Gespräch. Sie sind Leiter Unternehmensentwicklung bei der E-Rett und Klein GmbH. Vielleicht können Sie auch vorab noch ein, zwei Sätze zu E-Rett und Klein, aber auch hier direkt die Frage, Ihre Einschätzung zum Potenzial Dachaufstockungen. Wie sehen Sie es? Wie sieht es Ihr Unternehmen? Plus, wenn Sie möchten, auch direkt einsteigen im Bauplanungsrecht. Was sind Ihre Erfahrungen? Wo kann man vielleicht anknüpfen in Zukunft? Genau, gerne. Also schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite an alle. Ich bin so zum Hintergrund kurz Bauingenieur und habe auch noch einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund und auch noch Soziologe. So, das beschäftigt mich natürlich jetzt in der Immobilienentwicklung sehr. Komme aus dem Projektmanagement, war auch noch beim Bestandshalter und jetzt eben beim Projektentwickler E-Rett und Klein. Projektentwickler für Quartiersentwicklung, Wohnbauprojekte und Büroprojekte. Uns beschäftigt natürlich das Thema Aufstockungen jetzt mehr und mehr. Das, was jetzt Herr Professor Tichelmann gesagt hat, gerade bei unseren Bestandsprojekten innerstädtisch, also auch in die Höhe zu bauen, weil dort ist nicht mehr viel Platz. Also es geht um die 15 Minuten Stadt und das löst natürlich dann auch städtebauliche Probleme. Und die Problemstellung, also ich fand es jetzt interessant, ich glaube, Sie haben gesagt, 2,3 Millionen Wohnungen, die da geschaffen werden können in den Bestandsobjekten. Ich habe mal die aktuellen Zahlen nachgeschaut. Also aktuell fehlen bundesweit 700.000 Wohnungen und der Wohnungsmangel ist so hoch wie nie. Also von dem her spannendes Forum hier, dass wir da eigentlich das eigentlich lösen sollten, weil ein Drittel, das fehlt und das Potenzial ist bei 2,1 Millionen Euro. Beim Bauplanungsrecht, da kommen uns natürlich verschiedene Themen in die Quere. Also Erhaltungssatzungen sind natürlich ein Thema, Grünflächennachweise. Jetzt in München gibt es auch so einen ökologischen Kriterienkatalog, der da berücksichtigt werden muss. Und insbesondere dann aber so Themen natürlich, wie gehe ich mit Abweichungen um? Also das wurde ja auch schon angesprochen, das B-Planrecht. Wenn ich aufstocke, lässt es der B-Plan überhaupt zu? Dann kommen noch so ganz pragmatische Themen eben wie Brandschutz und Denkmalschutz noch zu tragen, die auch berücksichtigt werden müssen, die auch im Dialog mit der Stadt dann immer diskutiert werden müssen und wir halt auch schauen, dass wir da einfach ein ausgewogenes Verhältnis bekommen von dem, was dann die Planung, wie sie sein soll und von dem, was die Stadt will und was sie zulassen kann eben in ihren Schranken. Das sind so die Themen, die uns begleiten und da glaube ich, da müssen auch die Planer und Projektentwickler also intensiver auch mit den Städten sprechen und in den Dialog gehen, weil ohne, jetzt heute ist jetzt kein Stadtvertreter dabei, ohne die geht es natürlich auch nicht. Herr Tichelbein, an Sie nochmal die Frage zurück. Danke, Herr Notz. Sie sind praxisbezogen im Rhein-Main-Gebiet stark unterwegs. Teilen Sie Einschätzungen Bayern, Rhein-Main? Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, die Zusammenarbeit mit Kommunen bzw. Verwaltung intensiv Dialog anstoßend, um das Thema weiter voranzutreiben? Ja, das ist natürlich regional unterschiedlich. Wir sind nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, Berlin, auch München, also in der Region von Herrn Notz, sind wir tätig. Es gibt Gemeinden und Kommunen, die das für sich sehr wohl als Instrument einer Innenstadtentwicklung erkannt haben, vor allem dann, wenn Städte in ihren Grenzen nicht mehr weiter nach außen wachsen können, weil man dann sehr stark dann wieder in den Landkreis kommt oder andere Stadtgrenzen überschreitet.
Aber häufig gibt es, wie schon gesagt, aufgrund von bauplanungsrechtlichen Grenzen, die wir uns selbst gesetzt haben, gibt es dann häufig natürlich das Problem, dass dort Bebauungspläne entweder verändert werden müssen, dass man Befreiungen dafür braucht. Und das sind immer sehr mühsame, manchmal sehr langwierige Diskussionen. Insgesamt empfinden wir schon durchaus eine erhöhte Bereitschaft für das Thema der Nachverdichtung und Aufstockung. Aber natürlich kommen dann immer so die Klassiker, wenn wir nachher noch über die technischen Randbedingungen sprechen oder auch sowas wie Stellplatznachweise, wo wir aber genau wissen, dass natürlich in Kerngebieten, in innerstädtischen Gebieten das Auto oder der Stellplatz gar nicht mehr die Rolle spielt, als er noch vor 20 Jahren thematisiert wurde. Und deswegen sind wir zuversichtlich, dass sich dort auch eine positive Entwicklung im Hinblick der Möglichkeiten der Nachverdichtung letztendlich aufzeigen wird. Danke sehr. Lassen Sie uns da einsteigen. Das gefällt mir sehr gut, Herr Notz. Ich habe Sie gesehen. Mehr Wohnraum heißt mehr Menschen. Also das heißt, wenn wir zusätzlichen Wohnraum kreieren auf den Dächern, heißt es mehr Menschen, die in diesem Quartier, in dieser Gegend dann wohnen. Sie sprachen an 15-Minuten-City. Herr Notz, was bedeutet das für uns oder städtisch? Welche Angebote, Infrastruktur, Mobilität muss beachtet werden oder auch Angebote wie Shops, was muss beachtet werden, wenn man dort neuen Wohnraum kreiert? Wie sollte sich das in die idealerweise in die direkte Umgebung sinnvoll einbinden lassen? Kurz, Sie haben es ja so schon gesagt, die 15-Minuten-Stadt, also wir bei Erdung Klein, wir sind auch viel in der Rhein-Main-Region unterwegs, haben da jetzt gerade auch so einen neuen Markt uns erschlossen. Also wir sind nicht nur in Bayern unterwegs und stellen da auch durchaus Unterschiede fest. Jetzt aber nochmal zur Stadtentwicklung. Also wenn etwas passiert, also einfach so die Prämissen im Quartier, wenn man jetzt von der Quartiersentwicklung geht, ein Quartier muss die Grundversorgung sicherstellen. Also das muss da sein. Ein Quartier muss attraktiv sein. Also weil sonst ist es kein Quartier und ein Quartier muss Identität stiften. Wenn man von diesen drei Prämissen sagt, das ist so unser Leitsatz, dann müsste das auch einfach bei einer Umbau, bei einer Wohnungsbauentwicklung, die sich jetzt vielleicht nicht, also die in einem Quartier ist und selber kein Quartier ist, muss das halt berücksichtigen, habe ich diese Kriterien, ist es attraktiv, schafft es Identität und stellt die Grundversorgung sicher. Und ich glaube, wenn man das beachtet, dann ist man schon einen ganz guten Schritt weiter und das zieht sich natürlich dann auch durch das Projekt durch, also oder im Objekt, dass man sagt, was ist im Erdgeschoss, was ist in der Mittelzone und was ist ganz oben drauf, weil sonst haben wir eben so monogezüchtete Städte, wo es nur Büro gibt oder nur Büro, das ist ja gerade das Thema auch von ganz großen Bestandshaltern, die jetzt die letzten Jahre immer gesagt haben, oh, da ist ein Wohnungsbauprojekt oder da ist ein Büroprojekt, das sind 18.000 Quadratmeter Büroturm und sonst ist da nichts drin. Und die haben jetzt natürlich gerade alle das Problem, dass Corona hat uns gezeigt, dass das nicht resilient ist als Asset. Haben Sie, Herr Tillemann, noch eine Meinung dazu, wie Sie es eingliedern sollte, nutzerorientiert in die Stadtentwicklung, direkte Umgebung? Ja, ich habe noch eine Haltung, weil häufig gerade das Thema Dichte, das Herr Notz gerade angesprochen hat, ist dort aus meiner Sicht ein großes Qualitätskriterium. Häufig ist ja Dichte negativ konnotiert, dass man sagt, so ein Quartier wird enger, es leben mehr Menschen drin. Wenn wir uns mal anschauen, aber was so die Dichte eigentlich unserer Städte wirklich ist, dann merken wir, dass wir in unseren deutschen Städten relativ geringe Einwohnerdichten pro Quadratkilometer aufweisen. Und wenn man sich aber anschaut, was sind denn so die lebenswertesten Städte auf dieser Welt, und dann sehen wir, gibt es europäische Städte, meistens an Platz 1 Wien, dann kommt Zürich, die mit einer doppelt so hohen Dichte operieren, in Kerngebieten, wie beispielsweise München macht. Das heißt, Dichte ist etwas, was manchmal vielleicht sogar erforderlich ist. Und wenn man sich anschaut, was sind so wirklich interessante Quartiere, wo lebt man gerne in Berlin, dann ist es häufig Kreuzberg, Prenzlauer Berg. Da sind Dichten, die kommen an Städte wie Wien oder Genf oder Zürich durchaus heran. Und dann sieht man, dass die sehr gut funktionieren. Man hat so aufgrund der Dichte in Sockelzonen dann Geschäfte, Gewerbe, Cafés, Blumenläden, haushaltsnahe Dienstleistungen. Man flaniert dort gerne. Man braucht kein Auto, weil man eigentlich alle Versorger nahezu fußläufig um die Ecke hat.
Und diese Art der Quartiersentwicklung, die gemischten Quartiere, die werden, denke ich, darüber entscheiden, in welcher Qualität die Kriterien sind. Herr Notz hat sie ja gerade alle aufgeführt. Ich glaube, dass es ganz besonders wichtig ist, dass solche Quartierentwicklungen dann auch danach noch mehr Lebensqualität schaffen. Und dann merken wir auch, dass wir diese Dichte nicht als Bedrohung, sondern vielleicht sogar als Notwendigkeit erkennen, weil man braucht natürlich eine gewisse Einwohnerzahl und ein Einzugsgebiet, damit sich der Bäcker lohnt, damit der überleben kann oder der Friseur oder eine Reinigung oder der Blumenladen. Sind wir uns alle einig, dass Wohnraumaufstockung, Verdichtung nicht auf einem bestehenden Gebäude nicht immer gleich heißt Luxus? Also das heißt, das ist Wohnraum, der nicht ausschließlich geschaffen wird für High-Class-Luxuswohnungen, sondern dass der sich genauso eingliedern kann in einen bezahlbaren, in ein Mittelklasse bezahlbaren Wohnraumangebot. Natürlich obliegt es jedem Investor, jedem Bauherr, jedem Eigentümer selber, wie viel er nehmen möchte. Aber dass es hier genauso darum geht, dass Wohnraum geschaffen werden kann für die breite Bevölkerung. Denken wir in die gleiche Richtung? Herr Notz, vielleicht Sie zuerst, dann hätte ich aber. Also wir sind uns da einig. Also es kommt nur darauf an, wie es dann eben ausgestaltet ist. Also München hat ja jetzt hier ein spezielles Modell, aber das gibt es in anderen Städten auch, die SoBoN, also die sozialgerechte Bodennutzung, wo sie im Neubau dann eben bestimmte Wohnquoten für gefördertes Wohnen generieren müssen. Das muss vielleicht oder das muss dann auch, ich sage vielleicht, auch bei Aufstockungen im Wohnungsbau passieren, wobei auch nochmal gedacht, also wenn man wieder diesen Gedanken hat, der vertikalen Erschließung. Also wo findet denn das Leben der Stadt statt? Es findet im Erdgeschoss statt, die Erdgeschosszone. Und mittlerweile ist es halt so, oftmals, also es verändert sich auch schon, aber in Erdgeschossen sind dann in die Supermarktketten, die bekannten mit zugeklebten Fenstern und so weiter. Und damit aber eine Stadt wieder attraktiv wird, muss die Erdgeschosszone attraktiv werden. So, vielleicht ist es ja auch interessant, dass man sagt, okay, man macht Aufstockungen und man macht eine Art SoBoN für Gewerbe, dass man im Erdgeschoss auf gewisse Rendite vielleicht verzichtet und sagt, man macht dort einen interessanten Mieter rein, also einen Italiener oder eine Kita und dadurch dann eben den sozialen Mehrwert schafft. Das wird dann wieder kompensiert über die Aufstockung. Also so ist, glaube ich, man darf nicht nur in eine Richtung denken. Also man kann frei finanzierten Wohnungsbau obendrauf bauen, aber ich glaube, zu sagen, es ist immer der soziale Wohnungsbau. Also man muss das ganze Objekt beachten und dann, glaube ich, aber wird ein Schuh draus und man kreiert Objekte und Assets, die resilient sind und auch attraktiv für die Stadt. Sehr gut. Vielleicht darf ich noch so einen Gedanken ergänzend hinzufügen. Ich halte beide Modelle für durchaus legitim. Ich halte es auch für legitim, dass obendrauf höherwertiger Wohnraum entsteht, weil es gibt ja dann diese Sicke-Effekte, weil die dort einziehen, machen ja woanders wiederum Wohnraum frei. Also ich würde sagen, auch so eine gute Quartiersdurchmischung ist gesund. Und vor allem, deswegen finde ich den Ansatz von Herrn Notz sehr schön, zu sagen, wir spülen die Erdgeschossflächen frei, wir machen die wieder öffentlich zugänglich und da gibt es eine gewisse Heterogenität und eine gewisse Attraktivität. Das sind die wichtigen Instrumente eines Quartiers und dass obendrauf sowohl geförderter Wohnungsbau und guter Mittelstand, aber auch mal durchaus eine Penthouse-Wohnung obendrauf sein darf, finde ich alles in Ordnung und alles legitim. Danke sehr. Danke sehr, genau so. Herr Lehmann, SPP-Büro, ich würde Sie gerne mit einbinden wollen in die Diskussion. Sagen Sie uns noch mal ganz kurz als Generalplaner, wann kommen Sie wo in diesem Prozess der Aufstockung, wie zum Einsatz, was ist Ihre Rolle? Genau, vielen Dank. Wir kommen an dieser Schnittstelle ins Spiel. Die ganzen Vorgeplänkel, die Randbedingungen sind geklärt. Die Projektentwicklung hat stattgefunden und der Bauherr hat den Wunsch, wirklich ein Dachgeschoss aufzustocken. Und dann treten wir als Generalplaner auf und setzen diese Maßnahme so gut wie möglich optimiert um. Also gerade Beispiel Dachgeschoss aufstocken. Wir haben jetzt in den letzten Jahren ca. 200 bis 300 Dachgeschoss
Aufstockung realisiert, auch wirklich umgesetzt von der LP1 bis zur Bauüberwachung. Und da haben wir die verschiedensten Bauweisen aufgestockt, vom Plattenbau über den normalen Massivbau bis hin zu Massivbauten auch in Betonbauweise, bei sehr großen Projekten auch mit Unterstützung von Uretec im Fundamentbereich. Diese technische Umsetzung ist dann nochmal eine Schnittstelle. Und von daher will ich nochmal eins zurückspringen. Potenzial der Dachgeschossaufstockung. Wir haben in Berlin eine ähnliche Studie gehabt von den großen Gesellschaften, wo das Potenzial der Plattenbauten gehoben werden sollte. Und da gab es auch eine solche Rechnung, wo man pauschal 2 Geschosse auf alle Plattenbauten raufgesetzt hat. Und bei der technischen Umsetzung kommt man dazu, theoretisch geht natürlich alles, praktisch bedeutet die Umsetzung ein Eingriff in alle bestehenden Geschosse bis auf den Rohbau, um die Aussteifung der Gebäude am Ende auch zu realisieren. Und bei Plattenbauten haben wir die Fugenproblematik zwischen den Fertigteilen, die muss berücksichtigt werden. Und an der Stelle kann durchaus auch mal eine gewünschte Dachaufstockung scheitern, weil die Einbeziehung der bisherigen Nutzer ist ein echtes Thema. Und wenn ich diese Einbeziehung minimieren kann, dass praktisch die Wohnungen, egal ob 3, 4, 5 Geschosse danach aufgestockt werden, erhalten bleiben und wir nur noch über ein Thema reden, möglicherweise im Keller, über eine sinnvolle Fundamentverstärkung zu sprechen, die man dann mit dem System Uretec natürlich schmerzfrei realisieren kann, ohne dass ein Mieter beeinflusst wird, dann hat man eigentlich gewonnen. Also ich will darauf hinaus, ein theoretisches Potenzial der Aufstockung heißt leider noch lange nicht, dass wir praktisch in eine solche Größenordnung von möglichen Wohnraum kommen. Die Frage auch nochmal direkt an Herrn Tichelmann, Herr Notz, auch aus der Praxis. Herr Bergfort, ich hole Sie gleich mit dazu. Wie ist es bei Ihnen? Was sind die Herausforderungen, wenn Sie Dachaufstockung machen, technische Herausforderungen? Was ist so das, holen Sie uns rein in die, hinter die Kulissen, was ist da die höchste oder die meiste Herausforderung, Anforderung an Sie? Herr Notz, ich fange mal an. Ja. Also die größte Herausforderung ist, diese Aufstockung im bewohnten Zustand durchzuführen. Also dass die Nutzung des Gebäudes mit allen Mieterstrukturen erhalten bleiben kann. Also dort möglichst emissionsarm im Hinblick auf Lärm, Länge der Bauzeit, Schmutz, Staub, entsprechend diese Maßnahmen umzusetzen. Ehrlich gesagt, die technischen Probleme haben oder die... Es gibt technische Herausforderungen, technische Probleme, an dem Projekt gescheitert ist, ehrlich gesagt, hatten wir bisher noch nie. Und wir haben in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, über 1000 Einheiten aufgestockt. Auch Plattenbauten im Übrigen. Muss man sich ja manchmal entscheiden, müssen 2 Geschosse sein oder geht halt vielleicht manchmal auch nur 1 Geschoss? Oder was gibt es noch für alternative Wege, wie man letztendlich eine Gebäudeaussteifung oder die Horizontalkräfte aus dem Gebäude nach unten führen kann? Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist, die Mieter mitzunehmen. Und es gibt ein paar Wohnungsbaugesellschaften, die das sehr, sehr gut machen, die beispielsweise den Mietern für diese Bauzeit, die sie nutzen, immer ein Vorzugsrecht geben. Das heißt, die Mieter, die in dem Haus schon wohnen, bekommen das Recht, oben in die Wohnung einzuziehen. Dann werden ja dann unten welche frei. Das wird zwar häufig nicht wahrgenommen, aber allein das ist eine Geste, wo man den Mietern unglaublich viel Angst nimmt. Manchmal werden dann noch Balkone vergrößert oder es gibt noch einen Fahrstuhl dazu. Und wenn man dann die Mietpreise, die schon vorhanden sind, dann für einen längeren Zeitraum wiederum festschreibt, dann bekommt man die in der Regel immer sehr gut mitgenommen. Aber das Art des Mietermanagements ist schon sehr bedeutsames und manchmal scheitern eher aus dem Widerstand aus dem Quartier heraus oder aus dem engsten Quartier heraus so ein Projekt als manchmal technischen Themen. Sehr spannend. Herr Notz? Ich weiß, Sie haben, ich glaube, auch Innovation TU München, Low-Tech irgendwie, war das nicht auch etwas, aber gerne zur technischen Ausführung Ihre Meinung? Ja, zur technischen Ausführung, also das, was der Tillmann gesagt hat, also es ist ja nicht nur Bauen im Bestand, weil das machen wir ja schon, das geht dann immer, das ist eigentlich ja noch plain vanilla, wie wir so schön sagen, also Bauen im Betrieb ist natürlich die Herausforderung, wenn da noch andere Mieter drin sind, lassen Sie noch eine Anwaltskanzlei drunter sein oder irgendwie einen Tech-Unternehmen, die irgendwie nicht wollen, dass ihre Leitung angebohrt wird, während da irgendwelche Injektionen gemacht werden, also das ist natürlich die Herausforderung. Dann haben wir die Themen,
Also vielleicht nochmal von Planungsseite natürlich, was lässt die Stadt zu? Also mit, sei es mit Abweichungen, mit Brandschutz, wie wird mit Umbau, also wir, jetzt haben wir ja Aufstockung gesprochen, das geht ja auch mit Umbau einher, also ist es dann schon eine Nutzungsänderung, muss man das sagen, ist, wenn ich auf einen Bürobau noch 3 Stockwerke Wohnungsbau drauf mache, wie gehen wir dann mit Nutzungsänderungen um, ist dann bauplanungsrechtlich nicht zulässig, haben wir dann Themen, dass wir da Abweichungen eventuell haben. Und deswegen auch nochmal spannend, so den Blick über andere Bundesländer hinaus. Also in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass wenn Wohnraum geschaffen wird, dann sind die Abweichungen erstmal also zuzulassen. So, das ist mal ein interessanter Ansatz, um da jetzt einfach mal nicht Steine in den Weg zu legen. Vielleicht kann man sich da auch in anderen Bundesländern ein bisschen was anschauen. Und dann technische Natur, also das, was Sie jetzt angesprochen haben, also auch gut, beim Wohnungsbau ist sowieso nicht so viel Technik drin, aber unser Ansatz ist eben, also wenn Wohnungsbau gebaut wird, also das ist ja jetzt Aufstockung, manchmal ist es ja auch nochmal Umbau, also Umbau im Bestand, dass wir sagen, dort muss die Deregulation kommen, weil wenn ich wirklich dort in den Bestand gehe, ich mache jetzt noch ein Büroprojekt, widme das um zu wohnen, dann muss ich Neubaustandards anlegen und das darf aus meiner Sicht nicht sein. Also da muss ich die Statik vielleicht noch neu rechnen, da muss ich die TGA mir neu anschauen, da muss ich den Brandschutz anschauen und also alle hier im Raum wissen, was damit dann an Kosten und Aufwand verbunden ist und das muss halt einfacher werden. Also es kann nicht sein, dass wenn ich ein Gebäude habe, was erstmal funktioniert, was vielleicht ja auch 20, 30 Jahre schon funktioniert hat, dass dann nur, weil man jetzt irgendwie ein bisschen was anpasst, dass dann die höchsten Anforderungen gelegt werden, weil, also davon haben wir noch gar nicht gesprochen, die Kosten und dann kommt noch eine EU-Taxonomie, die dann sagt, das soll auch noch alles super nachhaltig sein, aber es soll nichts kosten und trotzdem soll der Wohnungsbau, das soll alles passieren und das alles unter einen Hut zu kriegen, also da müssen wir mit den Genehmigungsstellen schon auch intensiveren Dialog gehen, um das irgendwie gemeinsam zu schaffen, also immer dialogisch, aber ohne eine Deregulation wird es nicht funktionieren. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, jetzt wir haben jetzt ein, das ist ein Büroprojekt in einem denkmalgeschützten Gebäude in München, im Kesselhaus. Dort werden wir die Lüftungsanlage weitgehend weglassen. Also wir werden auf einen Kamineffekt gehen. Das im Denkmalschutz können halt Abweichungen vielleicht ein bisschen leichter umgesetzt werden. Aber das ist mal ein Ansatz, wo wir halt sagen, vielleicht durch Low-Tech, durch weniger Technik im Gebäude kann es auch wieder kostengünstiger werden, wenn ich bestimmte Anforderungen einfach nicht einhalte. Mhm. Sehr spannend. Herr Bergfort, ja. mal ein praktisches Beispiel. Sie sprachen vorhin von Ihrem Deep Injection Verfahren. Nehmen wir mal ein Wohnhaus, urban, 3000 Quadratmeter, innerstädtisch. Typischerweise, wie lange benötigt Ihr System? Ist es auch saisonal abhängig, also das heißt wetterabhängig oder ganzjährlich und wie lange nehmen wir Ihre Hilfe in Anspruch? Also ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich ist es so, also mehrgeschossige Bauten im innerstädtischen Bereich sind in der Regel immer mit einem Keller ausgestattet, weil diese vielen Nutzer brauchen ja Lagerraum und auch für die Technik benötigt man natürlich Räumlichkeiten. Und so gesehen arbeiten wir immer vom Keller aus, also wir suchen uns den kürzesten Weg an die Fundamente oder unter die Fundamente. Die einzigste Beeinflussung, die die Bewohner dann haben, ist natürlich indirekt, das wird in der Regel immer sehr schön in der Form gelöst. Wir brauchen ja Zugänglichkeit im Keller, also wir brauchen einen etwa 2 Meter Abstand vor der Wand. Und da die Keller dann mit irgendwelchem Inventar der Mieter oder auch gewerblicher Nutzer mit irgendwas vollgestopft sind, wurde das bisher so organisiert, man hat dann vor dem Gebäude Überseecontainer aufgestellt und eine Umzugsfirma organisiert, die praktisch dieses ganze Inventar schön sortiert nach Kellerraum eingelagert hat. Für 3000 Quadratmeter, wenn ich jetzt mal mein Beispiel von vorhin hernehme, 30 mal 20 Meter, dann sind wir ja schon bei 600 Quadratmeter für so ein Gebäude. Bräuchte ich jetzt in etwa für die Baugrundverstärkung 2 Wochen. Das Ganze wäre dann eben bei 3000 Quadratmeter, das Ganze mal 5, also 10 Wochen Bearbeitungszeit. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sämtliche Fundamente diese Lasterhöhung mehr oder weniger schön gleichmäßig verteilt abbekommen. Ja, und wie gesagt, das ist nur eine organisatorische Sache. Schall
Schmutz spielt beim Urtech-Verfahren, insbesondere wenn man dann im Keller bohrt, keine relevante Rolle und auch die Schallweiterleitung beim Bohren, durch das, dass Fundamente basische Bauteile darstellen und wir praktisch von oben durch die Bodenplatte, durchs Fundament bohren, entstehen keine relevanten akustischen Phänomene im Gebäude. Das macht die Sache nochmal zusätzlich interessant. Und dann eben, wir haben keine Rückflussflüssigkeiten wie bei Zementinjektionen. Das Ganze erfolgt so schnell und man kann bereits nach 2-3 Tagen schon erste Keller wieder einräumen, während wir in den nächsten Kellerbereichen uns vorarbeiten. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr elegant, muss man einfach so sagen. Also da gibt es keine wirklichen Berührungspunkte oder zu ertragenden logistischen Probleme. Das andere, das haben die Kollegen hier alle schon genannt, der Brandschutz ist natürlich ein Thema, dann natürlich auch, wenn da Rechtsanwälte oder auch Firmen sind, die irgendwelche Anforderungen haben auf Ausfallsicherheit ihrer Leitungen. Also bei Uretec ist es noch nie vorgekommen, dass wir bei Aufstockungen irgendwelche Sparten mehr oder weniger stillgelegt haben. Wir haben sogar einen Grundleitungsüberwacher dabei, der gewährleistet, dass auch die Abwasserentwässerungsleitungen ständig in Betrieb bleiben können. Weil wenn man neben diesen Leitungen injiziert und die haben Vorschäden, muss man natürlich aufpassen. Aber sowas deklarieren wir vorher natürlich auch im Sinne einer Beweissicherung, sodass wir wissen, hier müssen wir aufpassen. Ja. Herr Lehmann, Sie haben mit Uretec gearbeitet. Sie bestätigen das alles? Ist das alles korrekt, was erzählt wird von Herrn Bergfort? Ja, ist völlig korrekt und ich kann sogar noch einen oben drauf setzen. Wir haben also ein sehr großes Bauvorhaben in Berlin gemeinsam umgesetzt mit einer Fundamentverstärkung konsequent unter allen tragenden Wänden für in Summe 6 Altbauten. Also diese 3, ich glaube, das waren am Ende 4000 Quadratmeter Grundfläche passen. Wir sind in die LP5 eingestiegen und haben als erstes die alte Konzeption der Fundamentverstärkung weggeräumt. Da sollten nämlich die Keller konsequent mit einer neuen Bodenplatte bestückt werden, was genau zu dem Thema geführt hätte, verringerte Nutzhöhe, komplett ausräumen der Keller, danach vielleicht auch noch eine Umgestaltung da unten, weil eine Dämmung der Kellerdecke sollte auch noch erfolgen. Unterm Strich hätte diese alte Variante dazu geführt, dass die Planung niemals umgesetzt worden wäre, weil die Duldung der Mieter nicht erfolgt wäre. Wir haben das Bauvorhaben retten können und auch komplett umgesetzt mit zweigeschossiger Dachaufstockung, weil wir mit dem System Uretec die Keller nicht mal mehr leergeräumt haben. Wir haben wirklich nur zur Seite geschoben, dann war der Meter Arbeitsraum bereit. Es wurde gebohrt, verstärkt. Ging völlig geräuschlos parallel zur Strangsanierung. Also der LKW von Uretec stand dann wahlweise vor den Häusern. Da die Baustelleneinrichtung nur dieser LKW ist, hat gar keiner gemerkt, dass die Jungs von Uretec überhaupt tätig waren. Die 2 Wochen pro Haus kann ich auch bestätigen. Wir haben am Ende die Baumaßnahme in 2 Bauabschnitten für Uretec durchgeführt, weil das technologisch am besten reinpasste. Nee, war eine perfekte Zusammenarbeit und im Ergebnis dessen hat man auch die Angst vor dem Problem der Fundamente verloren, weil diese herkömmliche Art der Unterfangung oder bei schwierigen Problemen mit HDI-Unterfangung ist einfach ein Riesenaufwand auch der Baustelleneinrichtung. Und eine Baustelleneinrichtung, die alle anderen Gewerke stilllegt, führt zu Bauzeitverzögerungen, die man teilweise gar nicht mehr handeln kann. Und auch das hier ist ein Argument, gerade bei größeren Baustellen, wo Uretec wirklich ein Riesenvorteil ist. Sagen Sie Stichwort Bauzeit, Planungszeit, Bauzeit, Dachaufstockung. Können Sie uns da so eine durchschnittliche Zeit nennen in Planung und Ausführung? Vielleicht 2 Geschosse obendrauf. Ja. Wie lang brauchen wir? Na, die Planungszeit hängt am Ende ganz stark von der Genehmigungszeit ab, der Behörden. Also die reine Planung kriegt man sicherlich relativ schnell gebacken, sage ich mal, in 6 Monaten, dann hat man das alles weg. Und dann kommt aber die schwierige Spanne, dass man irgendwo eine LP4 einreicht bei der Baubehörde. Und man teilweise erst nach 6-8 Monaten die Reaktionen kriegt, die dann immer noch weiter rausgeschoben wird, bei dem Bauvorhaben Grellstraße zum Beispiel. Randbebauung, gerade wo ich Baulücken bebaue oder innerhalb von
bestehenden Häusern praktisch eins aufstocke mit zwei Geschossen und rechts und links aber ein anderer Bauherr ist, muss ich mich um die Fundamente der Giebelwand ja auch kümmern. Die Verstärkung der alten Giebelwandfundamente greift dann auch beim Nachbarn ein und führt in Berlin teilweise dazu, dass auch für das Nachbargrundstück ein neuer Bauantrag gestellt werden muss. Bis vor ein paar Jahren waren wir noch auf dem Weg der Duldung. Der Nachbar wurde informiert, dem wurde die Unbedenklichkeit klargemacht, eine Beweissicherung und dann war das Thema durch. Jetzt kommt da das Bauamt rein, zweiter Bauantrag, wieder mit einer unbekannten Frist der Bearbeitung. Von daher Planungsbeginn plus ein Jahr ist Baubeginn. Und die Frage auch geöffnet an alle Herren, Stichwort Bauweisen, Holzhybrid-Vorfertigungen, Modul, Leichtbauweisen. Was ist so der Top-Seller oder die vorgeschlagene Variante? Vielleicht fangen Sie auch an, Herr Lehmann. Was ist aus Erfahrung, gerne dann aber auch Herr Notz, Herr Tichelmann, Herr Bergfort, Ihre Meinung dazu? Also es hängt davon ab, ob ich praktisch einen Bestandsbau bearbeite, den ich nur an dieser einen Stelle habe oder ob ich im Sinne der Plattenbauten mehr oder weniger auch Wiederholungsfälle generieren könnte. Überall da, wo ich auf Anpassungen angewiesen bin, weil das Gebäude einfach nur an der Stelle steht, ist aus unserer Sicht diese Holztafelbauvariante fast unschlagbar. Die kann ich werksmäßig vorfertigen. Ich kann die gleiche Bauweise mit einer guten Zimmerei auch vor Ort herstellen. Hätte damit die Chance, alle Unwägbarkeiten abzudecken. Mit Modulbauweisen ist man relativ gebunden an eine ganz bestimmte Geometrie, für die ich dann im Bestand auch die Auflagerung herstellen muss. Kann man alles tun, bringt aus unserer Sicht erst was, wenn man wirklich eine relative Wiederholung herstellen kann, dass man da dann sicher wird. Ja, und dann gibt's ja 1000 Spielereien, die sich alle im Endeffekt um die oberste Geschossdecke drehen, weil das ist die erste Entscheidung, die ich treffen muss. Kann ich die weiter benutzen oder muss ich da verstärken, gegebenenfalls eine komplett neue Deckenebene einfügen? Und die Schnittstelle zwischen alt und neu ist halt die größte planerische Herausforderung. Das Dachgeschoss als solches wird von vielen wie ein einfaches Erdgeschoss oder ein zweigeschossiges Gebäude betrachtet, was ich auf irgendeine Grundlage raufstelle. Und an der Stelle kommen wir dann halt als Planer, Tragwerksplaner ins Spiel, diese Schnittstelle zwischen dem Bestand und dem neu aufgebauten Dach dann wirklich sauber abzubilden. Um daran anzuknüpfen, was der Herr Lehmann sagt, diese Holzmodulbauweise, da haben wir aktuell bei der Firma Oretec zwei Maßnahmen, eine in Hamburg und die andere in München. In München geht es um 4 Gebäude, also Mehrfamilienhäuser in einem Quartier, die in Holzmodulbauweise zweigeschossig aufgestockt werden von einem namhaften Hersteller, Lee Wood, ich glaube, das kann man so sagen. Die haben diese Holzmodulbauweise und stocken in Hamburg und München mehrere mehrgeschossige Gebäude mit uns auf. Und wenn die Planung steht, die Bearbeitungszeit für ein Gebäude für die Baugrundverstärkung liegt bei 2 Wochen und die Umsetzung der Holzmodulbauweise Aufstockung pro Quartier, also pro Gebäude, liegt auch bei 2 Wochen. Also wir werden da zeitlich getaktet zueinander vorgehen und in München sind es 4 Gebäude, die wir da aufstocken. 5 weitere sind geplant. Also ich sehe das aus den von uns bearbeiteten Fällen tatsächlich als den großen Zukunftsmarkt, diese Holzmodulbauweise, wie auch der Herr Lehmann sagt, sofern da eine serielle Anforderung besteht, also dass man da immer wieder die gleichen Bauwerke in der Geometrie mit dem gleichen System aufstockt und das ist hier ganz klar gegeben, hat das gewisse Vorteile und wird sicherlich dann auch mit der Zeit die größte Anwendung finden, dieser Holzmodulbau. Mhm. Herr Tichelmann, Herr Notz, noch eine Meinung, wenn ich letzte Frage oder gerne, wenn Sie möchten. Ja, vielleicht nur das als Hinweis. Also natürlich, wenn man auf bestehenden Gebäude baut, muss man erstmal darüber nachdenken, leicht zu bauen. Da bietet sich Holz an. In Frankfurt setzen wir auch sehr oft Stahlleichtbau ein, was auch sehr gut funktioniert. Also das ist wirklich Stahlleichtbau mit dünnwandigen Profilen und keine warmgewalzten Profile. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen, man muss es wirklich objektabhängig bewerten. Das, was Herr Bergfort gerade beschrieben hat, was Liwood macht, ist ja eigentlich eher schon fast eine Holztafelbauweise, die dann in der Feldfactory vor Ort zu Modulen zusammengebaut wird. Das heißt, man spart sich diese großen Transportwege, hat eine hohe Transportdichte eigentlich zu dem Ort
und die Module werden dann dort gefertigt und dann aufs Dach gehoben. Das finde ich eine sehr intelligente Art der Bauweise und sicherlich, das könnten Maßnahmen sein, um dann noch eine größere Breite mit zu erzielen. Also ich schließe mich an. Ich meine, das, was Herr Lehmann gesagt hat, das hat sich schon ganz gut zusammengefasst. Das Thema Holzbau ist natürlich immer super. Modulbau, mit dem experimentieren wir auch, aber jetzt nicht so sehr im Bestand. Aber das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Vielleicht noch als weitere Ansatz könnte sein, oder was wir probieren, ist mit den ausführenden Unternehmen in Prefabrication Phases zu gehen, wenn man jetzt schon Denglisch macht. Dass wir halt sagen, wir komprimieren die Wertschöpfungskette, holen die Ausführenden früher rein, auch schon im Planungsprozess, weil die müssen es ja dann später machen. Die haben auch Erfahrung und Know-how und da machen wir eigentlich ganz gute Erfahrungen, dass wenn man die Ausführenden zuholt, ist jetzt eher eine Prozessqualität, dass man da auch nochmal auf ganz gute und kreative Ansätze kommt, die dann halt funktionieren können. Super. 4 Minuten. Ich würde gerne die letzte Frage an Sie alle damit enden oder fragen wollen. Wir alle bearbeiten es ja, wir alle haben es ja im Fokus. Also das heißt in täglichen Projekten oder in Projekten, Sie haben es im Fokus. Vielleicht nochmal jeder ein kleines, ich will es nicht Plädoyer nennen, sondern vielleicht jeder nochmal 1, 2 Sätze für Vorteile, warum sollten wir das Thema weiter pushen? Nutzen Sie gerne auch oder binden Sie gerne auch ein, den Nachhaltigkeitsaspekt. Also das heißt, einer hat es schon angesprochen, ESG, EU-Taxonomie, Herr Notz, ich glaube, Sie waren es, EU Green Deal, Klimaziele, CO2-Einsparung. Was sind die Vorteile? Vielleicht noch jeder zum Schluss 1, 2 Sätze, warum Sie sich auch damit intensiv beschäftigen und wir gemeinsam das Potenzial heben wollen. Herr Lehmann, fangen Sie an. Ja, okay. Ohne mal auf Herrn Tichelmann zuzugehen. Wir fahren ja nach der Devise, ein Geschoss geht immer, bei 2 Geschossen fangen wir an zu überlegen. Also egal, wie die Bestandsbauten aussehen, ein Geschoss kriegt man eigentlich ohne große Verstärkung, Eingriffe hin. Zum Leidwesen von Uretek, bei einem Geschoss braucht man meist auch nicht über die Fundamente nachdenken. Aber sobald man höher geht, ist es halt eine komplexe Aufgabe. Aber immer sinnvoll aus unserer Sicht, definitiv. Herr Bergfort? Also ich habe diese Zahlen im Kopf, die uns immer mal wieder jährlich aufgetischt werden. Allein in Bayern haben wir, glaube ich, im Jahr 20 Fußballplätze, große Flächen, die versiegelt werden. Und da wir alle in der Verantwortung stehen, unserem Planeten auch viel Gutes zu tun, sollten wir wirklich im Sinne der Aufstockung denken, weil wir damit dieses Thema deutlich reduzieren können, die vorhandenen Strukturen nutzen, umnutzen und nicht noch mehr in die Fläche zu gehen und hier im Prinzip auch dem Klima Wandel Anschub zu geben. Die Flächenversiegelung, die muss wirklich gestoppt werden. Danke sehr. Herr Tichelmann, kurzes Abschlussstatement. Ich habe 2 Punkte, die mir am Herzen liegen. Eben wird angesprochen, wir haben im Hinblick der Klimaschutzziele uns Regeln gesetzt, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Die Flächenversiegelung ist ein Tipping Point, auch wenn diese meistens in der Debatte so nie adressiert wird. Weil wir aus einer Kohlenstoffsenke, also Ackerland beispielsweise, nachher eine versiegelte Fläche machen und aus der Kohlenstoffsenke eine Kohlenstoffquelle machen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir aus der Senke, die vorher so ungefähr 200, 300 Gramm CO2 pro Jahr aufgenommen hat und umgewandelt und gebunden hat, eine Quelle machen von ungefähr 12,5 Kilogramm pro Jahr. Das heißt, wir haben einen extrem hohen Leverage, also einen großen Hebel, der um den Faktor 50 hoch ungefähr liegt. Das heißt, eigentlich ist Deutschland, was, wenn wir CO2-Neutralität ernsthaft denken, schon überbucht, weil wir ungefähr 14% der Fläche schon versiegelt haben. Das zweite Thema ist, wenn wir auf bestehende Gebäude gehen, müsste es auch politisch verstanden werden, dass man dort eine andere AFA braucht. Also wenn neuer Wohnraum entsteht, dann haben wir meistens immer 2% AFA und müssen diese neuen Wohnflächen über 50 Jahre abschreiben. Jetzt sind die aber auf dem Gebäude, das schon 50, 60, 70 oder mehr Jahre im Bestand ist. Das heißt, wir wissen, kennen gar nicht die Restlebenserwartung oder wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und ob wir da diese Flächen nicht für irgendwas anderes benötigen. Deswegen wäre meine Empfehlung, dass man über eine AFA nachdenkt, in der Größenordnung 7%, wie wir es auch im Denkmalschutz haben, dass man sagt, die Flächen, die da oben drauf entstehen, sind für die nächsten 20, 25 Jahre
fiskalisch letztendlich dann abgeschrieben. Und dann glaube ich, würde man auch dafür den Markt und das Interesse noch stärker erhöhen. Herr Nutz, kurzes Abschlussstatement. Ja, also zum Thema Nachhaltigkeit, 80% des Immobilienbestandes, der 2045 bestehen wird, existiert bereits. Also das allein die Zahl macht es schon klar. Und Abschlussstatement von meiner Seite, im Bestand spielt die Musik. Danke sehr. Ich bedanke mich bei allen Ihnen für die spannende Diskussion. Dresden Sommer bedankt sich, dass wir hier teilnehmen durften als Moderator heute. Und würde an die Frau Hille übergeben. Ja, vielen Dank Ihnen allen. Jetzt kamen wir gar nicht mehr zu den Fragen vom Publikum, aber kommen Sie doch gerne vorbei zu unserem Future Real Estate Bestandsimmobilien am 31. Mai in Essen. Uritec wird da auch vertreten sein. Da können wir auch nochmal in Ruhe über Ihre Fragen sprechen. Und Experten werden das Thema nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Zusammen mit dem Verband für Bauen und Bestand werden wir auch die größten Ja-Abers bei der Bestandssanierung besprechen. Ja, Ihnen allen noch einen schönen Tag und vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, wiederum. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke.